So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Ja, was soll man sagen? Ich muss mich jetzt selber an die Nase fassen, dass ich da 16, 17 Uhr eine Stundenumkehrkerze gesehen habe, die ja natürlich ja jetzt böse ausgegangen ist und ich die Warnung ja selber eher missachtet habe und hätte doch konsequenter handeln sollen. Gut, jetzt hat eben der DAX heute 300 Punkte verloren. Jetzt muss man halt mal schauen, wie jetzt das Chartbild auch bei den anderen Indizes aussieht. Vorhin habe ich noch gedacht, im DAX, als die Abwärtsbewegung kam, wir werden direkt eben die Unterkante ansteuern. Hier liegt ja ein Kauflimit bei 8670 Punkten, ne? Werde ich vielleicht kurzfristig ein kleines bisschen erhöhen. Eventuell kann jetzt hier wirklich sehr sauber die Unterkante des Trendkanals angelaufen werden. Liegt auch noch gleichzeitig an ein horizontaler Widerstand. Und von dort aus könnte der DAX eine größere Erholung jetzt starten. Fällt hier die Erholung weg oder aus, dann hätte ich noch bei 8300. Das war ja dann das Überschießen dann gedacht, also die richtige Panik. Weil noch Panik sehe ich heute nicht, noch nicht. Wie eben erwähnt, normalerweise solche Abwärtsbewegungen brauchen halt so einen Paniktag, wo eigentlich der DAX... Ja, jetzt hat er halt 3% verloren, vielleicht halt nochmal 200 Punkte eben drauflegt, dann werden wir bei rund 8500 Punkten. Ein paar haben ja diese Marke auch auf dem Visier, ich meine, auf dem Radar. Gut, könnte man auch eine horizontale Unterstützung noch einzeichnen. Beim Dow Jones, der ja 300 Punkte jetzt heute vorbörslich im Minus steht, der notiert hier bei rund 15.640, 30 Punkten rum. Hier wäre es natürlich, wenn er jetzt hier durchfällt, hätte er ja im Prinzip locker Platz für weitere 500 Punkte. Also muss man auf dem Dow Jones eben achten, dass er dieses Level von 15.000, etwa 15.500 eben halten kann. Beim Nasdaq gab es ja eben auch ein Zeichen, dass er hier im Stundenchart am EMA 38 scheitern könnte oder ist halt da gescheitert. Konnte zwar nochmal hier anlaufen, aber auch hier gab es dann eine bärische Stundenkerze. Und hier liegt der Nasdaq rund ja, 90 Punkte minus. Man kann jetzt hier mal auf die Indikation umstellen. Hat hier jetzt ein neues Tief gemacht. Und hier, wenn man hier den Wochenchart schaltet, läuft hier, aber das ist jetzt die Indikation, da läuft der EMA. Beginnt eben erst hier. Ich muss das nachher mit dem anderen Chartprogramm abgleichen, ob da wirklich der EMA 200 im Wochenchart verläuft. Denn der ganz normalen Parkettbörse verläuft nämlich der EMA 200 komplett woanders. Also hier hätte der Nasdaq deutlich Korrekturpotenzial noch. Den werde ich weiter dann im Stundenchart weiter covern. Mal schauen, ob da irgendwo eine eindeutige Umkehr stattfinden könnte. Sonst Euro gegen japanischen Yen ist man ausgestoppt worden. Heute verliert das Paar nochmal 200 Punkte und kommt hier an den wichtigen Unterstützungsbereich an. Fällt der auf Tagesbasis, ja, wäre das ein Verkaufssignal und
könnte dann nochmal rund, ja, 500 Pips verlieren. Eben zu den Einzelaktien wollte ich noch kurz schauen, die mir auch eben auch die Hoffnung gab, dass wir hier ein Tiefs gesehen haben schon, bevor der richtige Abverkauf kommt. Wie man jetzt eben auch hier sieht, wer die Videos davor gesehen hat, lag noch eine relativ schöne Wochenkerze vor, jetzt natürlich überhaupt nicht mehr und kommt dem auf Schlusskursbasis, auf Wochenschlussbasis dem Stopp sehr nahe. Eine Allianz hat jetzt hier den Wochenchart, die Wochenunterstützung erreicht. Hier hat für mich sowieso ein Tief noch gefehlt. Da sollte es eben jetzt auch gut sein. Siemens liegt hier leicht unter den und könnte noch die untere Unterstützung bei 77,88 vielleicht anlaufen. Eine S&P scheiterte dann wieder an dem ehemaligen guten Unterstützungslevel. Das, was ich ausgemacht hatte, das wurde ja komplett durchverkauft, aber dann kam der Rücklauf zustande. Eine Telekom war noch hier im Bereich von 13,80 dann vorgesehen. Alles andere, was jetzt dann hier nach unten kommt, ist für mich definitiv eine Riesenüberraschung. Und da wäre ich hier eine Daimler noch bei 55, unter 55, wäre es dann für mich auch definitiv bärisch. Ja, wäre eine Riesenüberraschung. Ich setze jetzt hier noch auf eine Erholung. Oh ja, jetzt bevor ich eine zweite Position eingehen konnte. Ich habe gedacht, jetzt wird nochmal das Level angetestet. Ist jetzt nochmal eben im gerade während wir hier das Video drehen. 15 Minuten. Hier passen doch die. Na doch, die passen schon hier, die Kerzen. Ja, kurz davor vor der 8,7 wieder nach oben gedreht. Gut, wo könnten jetzt hier eben Anlaufpunkte sein? Natürlich am letzten Tief. Oder hier hat sich das ja dann verschoben. An 8, 9, 10 oder sowas, was eine ehemalige Unterstützungslinie, kurzfristige war. Ja, mal sehen, wie sich eben der DAX sich entwickelt, wenn die US-Börsen auf sind, ob wir unten nochmal zum Zuge kommen, sonst hat man ja eine Position, die jetzt natürlich jetzt deutlich im Minus liegt. Einmal schön verkauft, die andere dann, sage ich mal, eher schlecht zurückgekauft und ich warte jetzt hier eben noch ab für eine zweite Position, denn eben die US-Indizes hätten, da dürfte eben auch noch bei Börsenöffnung eventuell eine kleine Panik oder eine kleine Verkaufswelle noch stattfinden. Danke, ich melde mich dann später nochmal. Bis dann.